So, hier einmal kurz vorab. Es ist mittlerweile ein Tag später. Wir haben den 23. Ja, den 23.06. und mir geht es auf jeden Fall besser. Ich mache das vorab hier nur, um euch zu warnen. Das Video ist ganz schön emotional und da werden wahrscheinlich auch Aussagen getroffen werden, die nicht so wirklich nachvollziehbar sind für den einen oder anderen. Weil man sich natürlich nicht so einfach in andere Menschen reinversetzen kann und Emotionen und Bedenken und Sorgen sind ganz individuell situationsabhängig und nicht eins zu eins auf jeden Menschen übertragbar. Also was für dich als Problem da erscheint, ist für mich vielleicht einfach zu lösen und was für mich als ultra belastend ja, erscheint oder wirkt auf mich persönlich und auf mein Leben und auf meine Situation, ist vielleicht für dich ein Klacks und easy. Wie gesagt, hier geht es einfach nur darum, dass ich so ein bisschen mich ausspreche und meine Gefühlswelt gerade so euch ein bisschen offenbare und das Ganze hier auch dokumentieren möchte, weil so eine Wettkampfdiät ist einfach nicht rational. Das ist einfach eine Achterbahnfahrt und ich war einfach gestern Abend wohl am tiefsten Punkt und naja, guckt euch das Video einfach an, denkt euch dabei, was ihr möchtet. Ich werde auf jeden Fall durchziehen, es wird weitergehen und no excuses, meine lieben Freunde. Ansonsten, ja, schaut euch das Video an oder lasst es, aber wie auch immer. Also, viel Spaß. Ich weiß nicht, wie ich das Video machen soll, ohne. Ich meine, es ist ja, es ist absolut gar nichts passiert. So, erstmal herzlich willkommen zu diesem Video. Ich meine, es ist nichts Gravierendes so. Ich glaube, ich mache das Video hier nur, um einfach mal mir das Ganze ein bisschen von der Seele zu reden und ja, es ist alles so ein bisschen überfordernd gerade. Ich habe heute auch schon meinen Coach angerufen und war einfach so überfordert und so am Ende und so überlastet mit allem, was so passiert gerade. Ich konnte überhaupt gar nicht klar denken, klar reden, klar mir klar machen, dass alles schon irgendwie gut wird, so, weil ihr müsst verstehen, so ich gehe wahrscheinlich gerade den beruflich und irgendwie auch einschneidendsten Step meines Lebens und sage, ich lasse alles zurück in Karlsruhe und ziehe nach Berlin. Diese Entscheidung treffe ich in der Wettkampfdiät 2 Wochen vor dem letzten Wettkampf mit vielleicht 6, 7, 5% Körperfett nach 6 Monaten Diät, nach unglaublich harten Monaten durch Corona, wo soziale Kontakte gefehlt haben, wo natürlich weiß jedem, erging es so, jeder hatte diese Probleme, was das angeht, definitiv. Aber nachdem man so viel Arbeit und Zeit da reingesteckt hat in den Wettkampf und jetzt kurz vor knapp im absoluten Ausnahmezustand sich eine Wohnung hier zu organisieren in Berlin, weil man sagt, man zieht hierher, trifft diese Entscheidung in dieser Phase und muss das jetzt so schnell wie möglich organisieren, weil man natürlich sich selbst Druck macht, anderen dann auch so schnell wie möglich seine Arbeitskraft zur Verfügung zu stellen und auch ja halt einfach das so schnell wie möglich auch erledigt haben möchte, so, und paranoid wird, dass man in der Zeit, wo ich jetzt hier bin, bis Ende Juli das Ganze nicht organisiert kriegt und dann im Worst Case sogar noch mal hier hochfahren muss, noch mal Geld ausgeben muss, in der Zeit wieder nicht arbeiten kann richtig und sich einfach dann auch langsam Gedanken macht, ja, wie soll ich das zum einen finanzieren und zum anderen, wie soll ich damit zurechtkommen mit anderen Dingen, die mir wichtig sind, Freunde, soziale Kontakte, mein Training. Es ist alles nicht so wirklich einfach und das Schlimmste ist eigentlich, dass halt ja, keine Ahnung, dass man das halt nicht guten Gewissens irgendwo auch machen kann, weil vielleicht Familie, Freunde, Leute, die einem nahe sind, das Ganze
diesen Umzug in eine andere Stadt, ans andere Ende von Deutschland mit, ich sag mal, ich bin vollkommen überzeugt von diesem Schritt. Ich habe da mega Bock drauf und ich werde das auch durchziehen und ich will es und ich sehe auch nur positive Dinge. Aber wenn einem das die ganze Zeit schlecht geredet wird und man dann auch irgendwie schlechtes Gewissen haben muss, dann hinterfragt man Dinge, die man noch nicht hinterfragt hat, dann tut man Dinge oder macht sich Sorgen über Dinge, die man davon nicht auf dem Schirm hatte oder wo man sich keine Sorgen gemacht hat. Und man will natürlich trotzdem abliefern am Wettkampf in 2 Wochen. Und das ist einfach alles so gerade nicht möglich mit den ganzen Eindrücken und dem Kopf, den ich mir mache. Finde ich hier eine Wohnung? Sind meine Eltern okay damit, dass ich hierher ziehe? Was denken die sich? Supporten sie mich dann noch? Sind sie noch irgendwie auf meiner Seite oder sind sie enttäuscht, dass ich weggehe? Sind Sie enttäuscht, dass ich irgendwie nicht den Bilderbuchweg gehe, sondern sage, ich gehe mit dem, was ich hier machen möchte, in ein Projekt rein, wo ich sage, da sehe ich eine Zukunft in Form von einer Zusammenarbeit, die auf Vertrauen und Spaß basiert und wo man, wenn man Vertrauen und Spaß hat, auch das Vertrauen hat, dass das Ganze gut wird und groß wird und größer wird und man dann natürlich am Anfang nicht reich ist, aber oder sich kaum sein Leben finanzieren kann, vielleicht, vor allem in den Augen meiner Eltern, aber dass man sagt, man glaubt daran und glaubt auch, dass es eine Zukunft ist, das, was man da tut, nach Berlin ziehen, eine Wohnung hier suchen, einen Job annehmen, wo meine Eltern überhaupt nichts mit anfangen können oder viele Menschen. So. Aber ja, das überfordert mich halt alles momentan so ein bisschen. Vor allem, wenn ich weiß, was halt ansteht und was ja eigentlich meine volle Konzentration gerade braucht und volle Energie und also da muss ja alles stimmen. Ich kann ja nicht sagen, ich schmeiße jetzt die letzten 6 Monate, wo ich mir jeden Tag den Arsch aufgerissen habe im Training, wo ich jeden Tag meine Diät durchgezogen habe, wo ich jeden Tag meine Makros geachtet habe, wo ich jeden Tag in den Schrebergarten gegangen bin bei minus 5 Grad bei Schnee, bei Regen und das alles war umsonst, wenn ich das jetzt nicht durchziehe. Gleichzeitig muss ich aber noch hier Dinge tun, die ich die letzten 8 Monate in Karlsruhe nicht einmal habe tun müssen. Das klingt jetzt so banal und so einfach, aber du bist einfach total am Limit und mit jeder Kleinigkeit überfordert in so einer Phase der Wettkampfdiät. Mit allem, was auf dich zukommt, was außerplanmäßig passiert, bist du überfordert. Und zwar wie so ein Kleinkind, weil du nicht mehr klar denken kannst. Du kannst nichts mehr klar einordnen, du kannst nicht rational sein, du bist irrational, du siehst nur die schlechten Dinge, die passieren können, wo du sagst, das kann ich nicht, weil aus dem und dem Grund, weil ich dann Angst habe, dass die Form schlechter wird, dass ich nicht optimal dann mein Ergebnis abliefern kann. Du machst dir dann Vorwürfe, dass du nicht das Optimalste rausgeholt hast, weil du so viele andere Dinge noch hattest, die dich beschäftigt haben und deine Aufmerksamkeit gebraucht haben. Und was ich halt meine, so ich hatte einfach den vollen Support die ersten 5, 6 Monate der Wettkampfdiät daheim, hatte ein gemachtes Nest, hatte immer was da an Essen, meine Mutter hat vorgekocht, ich hatte mein Training, ich hatte meine Routinen, ich hatte alles, was ich gebraucht habe. Ich hatte ein tolles Mädchen an meiner Seite. Und das ist halt hier alles jetzt gerade nicht mehr, weil man jetzt hier alleine ist und man alles wieder, man selbst klarkommen muss. Und das halt in einer Situation, wo so viele große Dinge vor meinen Augen stehen, so viele Fragezeichen, so viele Sorgen und so viele Eventualitäten, dass man nicht alles unter einen Hut kriegt momentan mit meiner Belastungsgrenze, die sehr, sehr niedrig ist einfach gerade. Und jetzt sagen vielleicht viele, ja, heul doch nicht rum, im wahrsten Sinne des Wortes, sondern zieh einfach durch, mach diesen Wettkampf, gib alles, scheiß auf den Rest und mach einfach. Aber nein, so einfach ist es natürlich nicht. Ich muss ja auch irgendwie gucken, dass man Geschäftskontakte aufrechterhält, dass man sein Geld weiterhin verdient, dass man soziale Kontakte hält. Und ich kann das nicht, das überfordert mich einfach alles, gerade so immens. Und ich bin echt kurz davor gewesen zu sagen, ja, scheiß drauf, dann gehst du halt wieder nach Karlsruhe, machst alles nicht und fertig, diesen Wettkampf durchzuziehen, ist die oberste Priorität und der Rest ist scheißegal. Aber nein, ich will allem gerecht werden, ich will alles erreichen, was ich mir vornehme. Und irgendwann sich einzugestehen, dass man nicht mehr so leistungsfähig ist, wie man es gerne wollen würde, ist halt einfach scheiße. Und damit komme ich nicht klar. Und dann kommen so unvorhersehbare Sachen wie,
Ja, mein Fahrrad kommt hier nicht hin. Ich habe mir ein Fahrrad hierher bestellt nach Berlin extra, dass ich hier mobil bin, dass ich ins Fitnessstudio kann, dass ich einkaufen gehen muss, dass ich nicht 5 Kilometer laufen muss zum nächsten Supermarkt und das Ganze in meinem Zustand jetzt dahin tragen muss und mir besorgen muss, weil ich habe ein Fahrrad hier wenigstens. Dann bestelle ich das Fahrrad, dann geht es wie auf einmal wieder zurück, kriege ich eine Nachricht und ja, konnte nicht zugestellt werden. Ich habe sie ins Airbnb geschickt. Ich habe denen extra gesagt, da kommt ein Paket. Der Postbote, ja, nee, fuck it, ja, ich klingel einfach nicht. Ich nehme es mal wieder mit, so, ja, toll. Jetzt ist heute das Fahrrad angekommen, Gott sei Dank sehr früh. Dann ist auf einmal wieder, dann ist Platten drin. Dann ist einfach am ersten Tag, wo ich dieses Fahrrad habe, fucking Platten drin. Ja, Julian, wechsel mal dein Fahrradplatten selbst, so. Sorry, aber wenn ihr jetzt sagt, ihr konntet mit Anfang 20, habt ihr schon 10-mal in Platten gewechselt, weil das ja so eine alltägliche Aufgabe ist und auch das überhaupt nicht immer die Eltern gemacht haben. Ja, vielleicht bin ich ein verwöhntes Einzelkind, aber es hat mein Vater erledigt. Und dann bist du überfordert, dann hast du noch eine extra Sache. Dann hat das Gym nicht das Equipment, was du brauchst. Dann ist das Gym weit weg. Dann musst du noch einen Vertrag abschließen fürs Fitnessstudio. Dann musst du dir Gedanken machen, okay, wie kriege ich jetzt hier eine Wohnung? Wie kann ich mir das organisieren? Ich habe kein Datenvolumen mehr gehabt. Wie komme ich von A nach B? Wie orientiere ich mich ohne Datenvolumen? Soll ich mir eine Papierkarte auf den Lenker schnallen oder mit einer Papierkarte von Berlin durch die Stadt laufen oder weißt du, so viele Kleinigkeiten, die einen in der Summe einfach komplett aus der Bahn werfen und überfordern. Und das geht gerade mir vor, dass ich nicht weiß, wo mir der Kopf steht und ich weiß nicht, wohin mit mir. Das ist so viel. Und dann hast du noch deine beruflichen Verpflichtungen. Ich habe Kunden, denen ich gerecht werden muss. Und das ist alles, dass ich das nicht schaffe in dem Sinne, nur der Wettkampfprep zuzuordnen. Weil wäre die nicht, hätte ich diese ganze Verbissenheit nicht und diesen Stress nicht. Weil diese Wettkampfdiät macht mich absolut fertig. Es macht mich so fertig. Dieser Stress, den man sich selbst macht, den man hat, den man jeden Tag spürt, weil man nichts essen darf, weil man hart trainieren muss, weil man immer alles hitten muss, jede Kleinigkeit hitten muss. So dass es perfekt wird am Ende, was man will, was ich will, was mein Anspruch ist. Es geht einfach gerade nicht, so wie ich mir das gerne wünschen würde. Und jetzt, ja, keine Ahnung, das macht mich einfach unglaublich fertig gerade. Ich klinge wahrscheinlich wie so ein verwöhntes kleines Mädel, was einmal nicht das kriegt, wenn sie ein. Ach, oh, ich habe nicht die Barbie gekriegt zu Weihnachten. Ich habe nur die günstigere gekriegt. So höre ich mich wahrscheinlich gerade an in euren Augen, aber in dieser Ausnahmesituation von 6 Monaten Diät von 5, 6% Körperfett. Keine Ahnung, dann wollte eigentlich Christoph, ich bin ja hier wegen Görki, wegen Christoph hauptsächlich, wollte er ja eigentlich mit mir nach Bad Fallingsbostel zum Wettkampf kommen. So, jetzt stellt sich natürlich heraus, es darf gar niemand in die Halle, es darf gar niemand zugucken. Ja, was will denn Christoph da? Verstehe ich ja auch. Was will man denn dort als Zuschauer? Nix, du darfst ja nicht als Zuschauer rein. Dort dürfen keine Zuschauer rein. Obwohl wir eine Inzidenz von 5 haben, so gefühlt. Niemand hat mehr Corona hier offiziell. So, alle, viele sind geimpft und es dürfen doch trotzdem keine Zuschauer rein. Ja, dann weiß ich natürlich nicht. Wie soll ich wieder von dort aus nach Berlin zurückkommen? So, dann habe ich mich eigentlich darauf eingestellt, ich fahre hin mit dem Zug und bleib dann dort und fahre mit Christoph wieder nach Hause. So, nee, jetzt weiß ich nicht, wie lange der Wettkampf dort geht. Jetzt weiß ich nicht, wann ich mir wieder einen Zug zurückbuchen muss. Und so Kleinigkeiten, das sind alles so Banalitäten, mit denen man als einzelne Aufgabe super zurechtkommt, irgendwie immer eine Lösung findet. Aber in der Summe ist es einfach. Kannst dir nicht ausdenken, was in Panik in meinem Kopf vorgeht, das alles irgendwie zu bewältigen. Und wahrscheinlich denke ich mir im Monat, Julian, du hast doch alles easy geschafft. Ja, aber ich habe weder eine Wohnung hier, ich habe weder den Support meiner Eltern, weil die das nicht möchten, dass ich hierher ziehe. Ich sehe so viele Freunde nicht mehr regelmäßig. Ich habe ein Mädchen verloren, das ich sehr mochte. Weiß nicht, ob ich mein optimales Ergebnis auf der Wettkampfprep, auf dem Wettkampf abliefern kann. Ich weiß nicht, wie es mir nach dem Wettkampf geht, ob ich darauf klarkomme, wieder zuzunehmen. Ich zahle hier Unmengen an Geld für dieses Airbnb, was mich fast
pleite macht, so nur um mir jetzt eine Wohnung zu suchen. Und wenn ich keine finde, muss ich nochmal hierher kommen und mir eine Wohnung suchen. Ich weiß nicht, ob der Job 100.000% das Richtige ist, weil man immer Zweifel mitbringt, wenn man einen Job wechselt und sich wieder von der Selbstständigkeit zum Beispiel in eine Festanstellung begibt, weiß man nie, ob man damit so zurechtkommt oder ob alles so wird, wie man sich's gerne wünscht. Wenn es nicht so wird, wie ich es mir wünsche, dann habe ich einen Mietvertrag, dem ich ein Jahr lang gerecht werden muss. Es ist einfach so viel und so viel auf einmal in dieser Phase, wo ich einfach nicht belastbar bin. Null. Das ist einfach des Grauens. So. Das ist einfach des Grauens. Ich weiß echt nicht, wohin mit den ganzen Aufgaben und was wäre wenn und Fragezeichen und Problemen, die mir einfach gerade so groß vorkommen. Ja, keine Ahnung. So, jetzt seht ihr auch mal die Seite, wie es in so einer fucking Wettkampfdiät sein kann. Und wenn ihr das Video zu Ende geguckt habt, dann schreibt Hashtag Mimimi in die Kommentare oder so. Naja. Wie auch immer, ich meine, ich bin eh, hab eh nichts zu verlieren, so. Ich kann mich hier eh darstellen, wie ich will, und ich glaube, sowas auch mal darzustellen ist, denke ich, okay. Vielleicht nehme ich das Video auch wieder runter oder lade es erst gar nicht hoch. Aber das werdet ihr, wenn ihr das gesehen habt, wissen. Von daher, das wird schon irgendwie alles. Gut, also, ich bin raus.